Latsch zum Abhöckeln vergessen. Aber wir waren so träge. Die Rückzugphase hat für mich auch nicht so immer geklappt. Also am Anfang hat es vor allem den Flügel viel Goal aus der ersten oder zweiten Welle machen können. Ja, sie waren besser eingestellt auf uns, weil im ersten Spiel jetzt ein bisschen überfahren waren. Wir verteidigen uns echt gut, wir haben 20 Goal bekommen, das ist nicht so schlecht, aber 23 machen ist. Dass wir gleich, auch wenn sie kommen auf 20, 19-20 gehen, und dass wir dort aber dann zu schaffen, die Ruhe zu bewahren, die Goal zu machen und das Spiel herzubringen. Erstens hat Thun sich sicher für das rächen wo wir dort gewonnen haben. Ja, und zweitens ist, ja, ich hatte das Gefühl, es ist einfach vorher nicht rausgespielt worden. Also viel zu schnelle Abschlüsse, viel zu viele Einzelaktionen. Zu langsam hinausgekommen, zu langsam in Gegenstoss und dann vorne einfach zu wenig konsequent auf das Goal gegangen. Höchst schiessen wäre angezeigt gewesen heute und es ist nicht immer gelungen. Mit Tempo hinaus zu spielen und wir hatten den Plan, hoch zu werfen. Was gegen Brühl, Notwil und Zog gezeigt haben, das sind starke Gegner. Dort hat man mit viel mehr Leidenschaft gespielt. Heute ist man so, ja, wir schlagen dir als Thun. Man hat es auch super gesehen in der Unterzahl, wenn wir zu fünften auf dem Platz gespielt haben. Haben wir viel aktiver, mit viel mehr Leidenschaft verteidigt.